Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Black Myth Wukong. Wir haben hier in Kapitel 6 fast alles hier im letzten Gebiet erledigt. Es fehlt hier noch so ein Steinboss. Den habe ich ja letzte Folge noch nicht machen können, weil mir ein Item fehlte. Und zwar brauchen wir dafür hier diese Scanner der Geisterformation, Scanner der Wahrnehmung, Scanner des Gefühls und Scanner der Körperlichkeit. Die gibt es jeweils eins in Kapitel 1, 2, 3 und 4. Das sind diese komischen Köpfe, die man aufnehmen konnte. Und das in Kapitel 3 hatte ich erst verpasst, weil das ein bisschen gemein war, weil man dafür irgendwo abspringen musste, also nach unten musste, was man nicht so wirklich sofort gesehen hat. Uiuiuiui. Er hat mich. Ui. Das finde ich aber nicht cool von dir. Kann ich dich so verletzen? Ja, geht. Er kriegt nicht so viel Schaden. Hallo. Halt still! Ich kann ihn bestimmt auch einfrieren, ne? Holt er seine Birne auch mal runter? So, den frieren wir jetzt mal ein. Autsch! Ja, ich weiß nicht, Kamera ist irgendwie ein bisschen überfordert. Ich nehme mal Anvisierung weg. Was machst du? Halt deine Flosse hier. Uiuiuiui. Das tut weh. Hallo, ich sehe nichts. Habe ich ihn getroffen? Sieht nicht so aus. Okay, gut, die Druckwellen überlistet. Ich finde die Kamera hier teilweise richtig schlimm. Kann ich seinen Kopf nicht irgendwie angreifen? Oh komm schon, die Kamera ist mega ätzend! Ich versuche mal nah an ihn hier ranzugehen, vielleicht bewirkt das was. Ja, das ist eine unsichtbare Wand. Jetzt hält er wieder still. Anscheinend muss er sich ein bisschen ausruhen. Ja, also es ist ein sehr imposanter Boss, aber die Kamera ist scheiße. Nimm die weg. Wieso bewege ich mich so langsam? Und das mit den Ausweichen ist mir. Sorry, aber die Kamera ist absolut scheiße. Ja, neuer Versuch. Ich mag den Boss noch nicht. So gar nicht. Nein, den Kopf will ich gar nicht anvisieren. Ich bleib mal hier so ein bisschen auf Distanz. Also, wenn ich das eben richtig gesehen habe, dann muss er sich ja nach seinen Moves ausruhen. Wieso trifft mich das? Ich bin gesprungen. So, gehen wir mal hier hinten hin.
So, musst du dich jetzt ausruhen? So, ich friere dich mal ein. Funktioniert anscheinend nicht. Ach komm schon, gib mir doch ein bisschen mehr. Zeit, dich zu bestrafen. Ja, bei der Druckwelle springe ich, aber irgendwie bringt das nichts. So, du tobst dich wieder ein bisschen aus. So, jetzt kommt was von oben runter. Ja, das kann ich nicht bestrafen. So, jetzt. Kommen anscheinend diese Druckwellen. So. Ja, okay. Wenn das immer so läuft, dann muss ich halt einfach Geduld haben anscheinend. Ich bin ausgewichen. Komm, mach was. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Und irgendwie bringt mir das Einfrieren nichts. Dann kann ich gleich die Affenklone holen, weil alles andere scheint hier nichts zu bringen irgendwie. Weil es so ein bisschen Gimmick-Fight ist. Oh, tut mir leid, Leute. Ich lerne es nie. Autsch. So, schnell dahin. Oh Mann! Ach, vielleicht können die Affen hier was ausrichten. Okay, er bleibt anscheinend hier. Können wir ein bisschen hitten. Machen die Affen überhaupt mit? Oder sind die schon wieder verschwunden? Wieso trifft mich der? Komm, gib ihn ein. Knapp die Hälfte habe ich. Ja, das Aussehen des Bosses ist sehr imposant, aber ich finde den Kampf bisschen kacke, muss ich sagen. Da habe ich mir irgendwie mehr erhofft. Ja, ja, da nimmt er die Arme weg. So, jetzt kann ich dich wieder hitten. So, jetzt hat er auf jeden Fall schon mal Hälfte verloren. Und mein Geist ist wieder fit. Das war fast ein bisschen falsch. Ja, du gibst mir keine Gelegenheit, dich zu hauen.
Ich finde das auch kacke, dass die Anvisierung immer automatisch irgendwo hingeht. Ich will das gar nicht haben. So, lässt du den liegen? Ja. So, zack. Zack. Ja, es ist halt, das dauert etwas hier. Oh, shit. Ich versuche ihn mal trotzdem einzufrieren, auch wenn ich weiß, dass es nichts bringt. Junge, greif seine scheiß Kristalle an. Oh, die Kristalle sind kaputt gegangen. Jetzt hat er mehr Schaden bekommen. Komm, gib mir Angriffsfläche. Und nimm die Anvisierung weg, die nervt. Und automatisch, wenn er schlägt, geht sie automatisch wieder dahin. Bringt das was? Nee. Da bin ich nicht schnell genug an ihn dran. Gib mir Angriffsfläche. Na, jetzt nimmt er die Fäuste sofort weg. Aha. Komm. Jawohl, die sind kaputt gegangen. Nimm mal ein Tränkchen. Ich hab ihn noch fast. Hä? Ja, okay. Er ist anscheinend zusammengesackt. Wahrscheinlich muss ich ihn nicht komplett killen. Er ist einer der wenigen Bosskämpfe im Spiel, die ich nicht gut finde. Also, um ehrlich zu sein, finde ich ihn ziemlich kacke. Aber die Belohnung macht das weg. Man kriegt. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie. Ja, so auf jeden Fall nicht. Hä? Kann denn. Wieso sind wir noch im Kampf? Der ist kaputt. Wo ist dein Kopf? Da muss ich wahrscheinlich hin. Man kann ja. Man soll seine Stats verbessern können, wenn man den besiegt. Ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt hin muss. Da sind ein paar Kristalle, kann ich damit interagieren? Nee, ne? Ja, ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Also irgendwo muss ich ja hier mit interagieren können, oder sehe ich das verkehrt? Er ist zusammengeknallt. Wo ist sein Kopf? Das erkennt man schon gar nicht mehr. Kann man hier irgendwo hoch? Das sieht so aus, ne? Er ist so eine unsichtbare Wand halt. Kann man hier rein? Ne. Okay. Oder muss man hier noch Kristalle kaputt machen oder so? Ah, hier kann ich hoch. Okay. Ach, du bist da. Das ist der Typ, den man in den verschiedenen Kapiteln gesehen hat. Yeah.
Was ist jetzt so genauso witzig? Wenn der eine zweite Phase hat, ne? Okay, er sagt irgendwie zusammen. Ah, es gibt ein neues Scanner. So. Und jetzt muss ich doch irgendwie hier interagieren können, wenn ich. Das richtig sehe. Ich gehe jetzt wahrscheinlich wieder einmal umsonst um ihn rum, weil hinter ihm nichts ist. Oder? Kann ich da jetzt hin? Ja, hier kann ich jetzt hin. Aber hier ist nichts. Hier ist nur Geröll. Wo kann ich denn jetzt genau meine Stats verbessern? Wie geht das? Geht das hier oder muss ich dafür irgendwo hin? Muss ich diesen Affen folgen? Der fällt es zusammen. Kann ich wieder auf die Wolke? Ja. Vielleicht komme ich mit der Wolke auf ihn oben drauf. Und dann ist da irgendwas. Da ist so ein komischer Baum. Geh mal runter. Ne, der hat nichts zu bedeuten. Wo bin ich jetzt gelandet? Hallo? Das ist nicht gut, oder? Okay, ich komme wieder raus. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Weil der ist sehr inaktiv. Das ist wahrscheinlich nur, um dieses Ding zu bekommen. Verbessert man seine Stats dann irgendwo anders? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich muss das nachschauen. Ja, ich weiß, wo ich diese Dinge abgeben muss. Und zwar bei dem Fuchs, der auch für die anderen Verbesserungen zuständig ist. Hätte man vielleicht drauf kommen können. Aber das Spiel gibt überhaupt keine Hinweise darauf. How astounding it is. The five scanners are but abstract notions. Yet you have made them tangible. Might I be permitted to make something with them? Gerne. Uncover the secrets of sky and earth. And thou shalt have pills. All things can be my material, yet I choose the rarest few. Eine schwächere himmlische Medizin, die mehrere Attribute erhöht. Okay. Zack. Zack. Aber keine Lebensenergie. Ich hätte mal vorher auf die Stats gucken sollen. Okay, das war's jetzt. Dafür der ganze Aufriss. Naja. Immerhin wurden die Stats etwas erhöht. Wir machen heute mal ein bisschen kürzere Folge, weil wir haben ja jetzt in Kapitel bis auf den Endboss, alles, Kapitel 6 wollte ich sagen, alles bis auf den Endboss fertig. Und es gibt in Kapitel 3 noch einen Secret-Boss, der eine ziemlich harte Nuss sein soll. Den werde ich nicht in ein paar Minuten erledigen. Nehme ich mal stark an.
Den machen wir dann beim nächsten Mal und den Endboss dann in der Folge darauf. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.